Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. Guck mal, was in den monatlichen Spielen jetzt kostenlos auf uns wartet. Und dieses Game, dieses Horizon Chase Turbo oder wie auch immer man das ausspricht, das triggert mich extrem, weil es erinnert mich so an die gute alte Zeit. Du kennst vielleicht diese Spiele, ich weiß nicht, was war das damals, Commodore oder so, ja, da gab es sowas ähnliches und auch für Super Nintendo gab es so ein ähnliches Spiel. Und ja, das will ich mit dir gemeinsam anzocken. Denk dran, falls du PlayStation-Besitzer bist, hol dir das Game. Ja, also besser gesagt, ich werde jetzt mal raus von der Position, das überhaupt runterzuladen. Okay, starten wir mal das Game. Ich bin gespannt. Okay, die Mucke ist schon mal futuristisch. Ich habe das ein bisschen anders erwartet. Checkout, bla 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 bla. Welttour. Okay. Kalifornien. Oh, geil. Ich glaube, das ist so ähnlich wie... Da gab es so ein Game. Ich habe vergessen, wie das geheißen hat. Wow. Okay, mit mehreren Strecken. Von der Mucke erinnert mich das so an Trials Evolution. Okay, San Francisco. Okay, es gibt auch noch verschiedene. Aha, verschiedene Karten. Updates. Untersuchen. Ah, aha. Okay, alles klar. Okay. Aha. Okay. Okay. Ja, was nehmen wir? Das ist so ein Viper. So. Ja, nehmen wir die Farbe. Let's go! Also, ich muss sagen, ich erwarte jetzt nicht besonders viel von dem Spiel, sondern einfach nur ein bisschen Fun. So, wie gibt man hier Gas? Okay, oben. R2. Oh, shit. Das war zu viel. Okay, was kann man hier? Oh, Nitro. Auf Quadrat. Shit, okay. Okay, was ist das? Ist das Geschwindigkeit oder ist das Money? Okay, ja, es ist sehr arcadig. Okay, da läuft auch Zeit. Ich glaube, wenn ich bis zu einer gewissen Marke nicht komme, dann scheide ich aus. Okay. Okay, es sind aber so mehr Runden. Also, du siehst, es sind Runden. Das eine Game, was ich mich erinnern kann, das war ohne Runden, das waren Strecken. Okay, ich habe kein Nitro. Was bin ich für ein Platz? Also er steuert sich schon ordentlich. Also nicht zu krass arcadig. Okay, die Zeit läuft davon. Oh shit. Aua! Okay. Also bis jetzt würde ich mal sagen, eher nichts Besonderes. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Na komm schon. Ich bin Zweiter, oder? Wo ist meine Platzierung? Komm schon, let's go! Also an Mario Kart kommt es schon mal nicht ran. Ja, die Mucke habe ich so in 8-Bit-Style erwartet. Ah, shit. Ich check meine Platzierung nicht. Okay, was bin ich jetzt für Platz? Vierter. Okay. Ah, einige haben schon gespielt. Claire und Wesker. Okay. Einige Zuschauer haben schon gezockt. Gesammelte Tokens, 20 Stück. Da habe ich Money bekommen, 60 von 120. Neuer Rekord. Hol die Punkte zum Weiterkommen. Ah, ist das so ein Free-to-Play-Game oder was? Nee, das hat 20 Euro normalerweise gekostet, also wenn man das normal gekauft hätte. Okay, gehen wir weiter, gucken wir mal, was hier noch an Abwechslung ist. Okay, schaut fast ähnlich aus. Ein bisschen anders. Ja, macht schon Fun irgendwie, muss ich sagen. Was Simples so zum Abschalten. Okay. Ja, ich werde das jetzt ausgiebig mal testen.
Und dann cutte ich für dich mal die besten Szenen rein, damit du so ein bisschen Eindruck bekommst, ob das Spiel sich überhaupt lohnt. Ist zwar kostenlos, aber manchmal lohnt sich nicht, da mal runterzuladen. Ja, ich zieh's mir ein bisschen rein und dann sehen wir uns. Wuhu, Platz 2. Okay, ich habe jetzt was rausgefunden. Also, man darf in den Kurven einfach nicht bremsen. Man muss einfach Vollgas reingehen. Dann passt alles. Okay, 108 von 130. Hier hat anscheinend keiner mehr schon weitergespielt. Claire und Veska und Altrin haben nicht mehr weitergezockt. Anscheinend hat es ihnen nicht gefallen. Weil hier sind sie nicht mehr vertreten. Okay, testen wir weiter. Wuhu! Jetzt haben wir hier Sand. Oh yes! Let's go! Wuhu! Platz 1! Ja Mann, jetzt habe ich es draus. Ja, also ich muss sagen, es macht schon Fun, so ein bisschen reinzuzocken. Aber bis jetzt überzeugt mir das Game immer noch nicht. Also ich teste jetzt einfach mal weiter. Oh yes, ich habe ein neues Auto freigeschaltet. Schaut aus wie so ein Porsche. Okay, die Strecke gefällt mir jetzt bis jetzt am besten. Ich nehme euch mal für eine Runde mit. Also ich war jetzt so ein bisschen neblig am Anfang, als ich gestartet bin. Und hier geht es so durch den Canyon. Dann kommen da noch andere Streckenabschnitte. Also wirst du gleich sehen, richtig cool gemacht. Ist halt so ein Game zum Reinzocken, so, weißt du, so Abwechslung ein bisschen. Oh shit, aber mehr ist es nicht. Okay, Gas geben. So, jetzt kommt gleich, guck mal hier. Geil, oder? Wuhu! Oh yes! Wuhu! Platz 1! Oh yes! Okay, jetzt habe ich hier so einen Bonus freigeschaltet. Schließe als Dritter in Upgrade-Rennen ab, um all deine Autos abzugraden. Okay. Okay, die Strecke ist voll easy. Das ist einfach so ein Kreis in der Wüste. Da, guck mal, man fährt einfach nur im Kreis. Wuhu! Okay, das war jetzt nur Platz 2, aber ich habe Altrin überholt. Okay, jetzt kann man hier upgraden. Okay, was kann ich hier? Aufhängung, Lufteinlass, Auspuff. Geschwindigkeit Beschleunigung, Geschwindigkeit Nitro, Geschwindigkeit Steuerung. Ich nehme mal Geschwindigkeit Beschleunigung. Okay, man wird hier mit Trophäen voll gebombt. Okay, machen wir weiter. Hier haben wir noch eine Strecke. Die Strecke ist auch richtig geil, ich nehme dich mal mit. Für eine Runde. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Game noch richtig geil wird. Bin echt gespannt. Alter, das ist echt krank, wie das abgeht. Shit! Alter, das ist krank. Alter, die Strecke ist bis jetzt die krasseste. Platz 1. Nice, schau mal. Altrin, ich hab dich wieder platt gemacht. Übrigens, wer in den Kommentaren auffällt, wer wirklich mitmacht, kann mir natürlich auch eine Freundschaftsanfrage auf PS Plus schicken. Und dann können wir zusammen zocken, können wir uns auch so vergleichen, ja. In den meisten Spielen gibt es eine Rangliste für die Freunde. Okay, gucken wir weiter. Ja, ich muss sagen, das Game gefällt mir immer mehr. Schreib mal in die Kommentare, ob du das schon mal gezockt hast, weil das gibt's ja jetzt kostenlos gerade und was du davon hältst. Ja, also mich würde mal interessieren, wie das so in der Community ankommt bis jetzt das Game oder ob ihr überhaupt sowas spielt. Weil ich muss sagen, ich spiele schon ab und zu Racing Games. Vor allem, wenn sie so ein bisschen arcadig sind und wenn es so ein bisschen lustig ist. Okay, machen wir mal schwarz. Fahren wir die erste Runde zusammen. Genießen wir mal. Genießen wir die Strecke. Man muss echt aufpassen beim Überholen, weil wenn du dann getroffen wirst, dann fliegst du erstmal voll krass weg. Oh. Ah. Ich liebe das immer so voll am Rand zu überholen. So ganz eng. Oh. Und man kann auch diese Coins einsammeln. Okay, die erste Runde ist schon vorbei. Ah, oh, komm schon. Komm schon, let's go. Oh yes, Platz 1. So, wie schaut's aus? Altrin, was los? Du musst üben. Und nochmal den ersten Platz. Dieses Mal war ich nicht so gut, aber für Altrin hat's ausgereicht. Altrin, du musst an dir arbeiten. Du musst mich einholen. So, die Strecke habe ich dir jetzt nicht gezeigt, weil die war nicht so großartig, muss ich sagen. Also die war so ähnlich wie die vorherige Strecke. So, jetzt haben wir aber was Geiles freigeschaltet, nämlich ein neues Land. Chile. Stufe 2. Was haben wir jetzt? Amateurturnier. Oh yes. Oh yes. Spielplatz. Zugang durch das Hauptmenü.
Okay, dann checken wir mal aus. Chile. Geil, das schaut schon mal geil aus. Ja, das Game ist gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. So, was muss man hier? Hier muss man kaufen. Wie viel haben wir? Ich glaube, das bekommen wir bald. Okay, ich würde mal sagen, die erste Runde machen wir zusammen. Checken wir mal die Strecke aus. Ja, und schreib auch in die Kommentare, wie du solche Videos findest. Ich habe vor, in Zukunft mehr solcher Testvideos zu machen. Also, wo ich einfach mal so reinzock, ein bisschen, ja, in Spiele, die vielleicht nicht so auf dem Schirm sind. Und dann ein bisschen zusammencutte, sodass es halt spannend ist, dass man nicht ein langweiliges Video gucken muss, sondern einfach nur Eindrücke bekommt. Ja, schreib in die Kommentare. Bam! Standard. Ja, bis jetzt ist es relativ easy. Okay, Aldrin hat hier anscheinend nicht mehr weitergespielt. Oh yes, wir haben ein neues Auto. Schaut relativ normal aus. Ich würde sagen, ich fahre jetzt ein bisschen, bis wir in eine neue Gegend kommen oder etwas ganz Krasses passiert. Und dann melde ich mich mal wieder mit neuen Updates. Das neue Auto hat auf jeden Fall einen richtig geilen Sound. Fahren wir mal eine Runde. Das ist jetzt wieder so ein Upgrade-Rennen. Wenn ich das jetzt schaffe, kriege ich das nächste Upgrade. Dann sind wir natürlich noch besser. Also ich muss sagen, dass mich das Spiel jetzt langsam echt reinzieht. Ja. Weil du kannst auch auf der Strecke so kleine Coins sammeln, diese blauen. Und... Also was ist das für eine komische Musik? Das klingt jetzt so voll komisch, als würde mich jemand anrufen. Ja, auf jeden Fall kannst du diese Coins sammeln. Das ist so ein bisschen wie bei Diddy Kong Racing. Und dann kriegst du auch noch Belohnungen. Ja, das hat ganz anderen Sound, das Auto. Ich finde es ein bisschen besser. Okay, wir haben jetzt das nächste Upgrade. Oh, guck mal, da sind wieder andere. Beschleunigung, Steuerung, Beschleunigung, Nitro, Nitro, Steuerung. Ich mache mal Beschleunigung, Nitro, weil Steuerung bin ich eigentlich zufrieden. Okay, jetzt haben wir das erste Mal Schnee und die Strecke ist wirklich nicht ohne. Also, da muss man voll aufpassen. Ich habe jetzt schon zweimal neu starten müssen. Also es wird schon anspruchsvoller. Das ist nicht so wie am Anfang. Und den Sprit müssen wir auch mitnehmen. Wenn der Sprit ausgeht, bist du tot. Also dann ist vorbei. Gib mir die Coins! Wuhu! Hier muss man voll aufpassen am Anfang. Die Strecke ist krass. Pass auf, also ich krieg hier so einen leichten Brechreiz. Kein Witz. Ah, fuck. Also die Strecke ist immer noch krank. Jetzt pass auf, gleich kommen voll krasse Stellen. Da kriegst du einen epileptischen Anfall bei dem Game. Jetzt pass auf. Also jetzt fängt es erstmal harmlos an. So, das geht schon mal schön auf die Psyche. Da brauchst du, also als Epileptiker darfst du es nicht spielen. Denke ich mal. Aber jetzt kommen gleich richtig krasse. Hier, diese Kurven, die sind jetzt gleich... Guck dir das an. Ah, Alter, krank. Dritter Platz nur. Aber es geht weiter, wir kriegen gleich ein besseres Auto. Die Strecke ist auch geil, da nehme ich dich mal mit. Und wenn dir das taugt, was wir hier machen, dann smash den Button. Hau ihn in die... hau in die Tasten. So, guck mal hier, grüner Belag. Das schaut schon mal geil aus. Erinnert mich so ein bisschen... Oh, Mario Kart. Scheiße. So, grüner Belag. Die Strecke ist echt nicht ohne, sag ich dir. So, dann fahren wir hier weiter. Ich mag solche Umgebungen. Hier roter, also so ein gelblicher. So ein bisschen nach Herbst. Ja, also das finde ich auch ziemlich cool. Oh yes, Mann. Wir haben ein neues Auto. Das testen wir mal aus. Ich bin sehr gespannt. Okay, was haben wir hier für Lackierungen? Oh, das ist deutlich besser. Von der Beschleunigung. Ja, simpel. Nehmen wir mal in Gelb. Okay, let's go. Bin mal gespannt, wie es klingt. Okay. Okay, ganz simpel. So sportlich. Oh yes, die Beschleunigung ist krank. Also das Game zieht schon rein, sage ich dir. Also, das hat schon Suchtpotenzial. Aber es wird immer schwerer. Ich habe jetzt sehr oft dritten Platz gehabt. Es wird immer heftiger. Du kannst natürlich dann die Strecken mit besseren Autos fahren. Das habe ich vor. Ich fahre jetzt immer so dritter Platz. Schau, dass ich wenigstens auf dritten komme.
und schaue, dass ich einfach bessere Autos kriege und dann kann ich ja das nochmal zocken. Mir geht gerade das Benzin aus. Ich hoffe, ich krieg's noch rechtzeitig. Oh, das war krank. Oh yes, dritte Stufe. Ich musste jetzt ein paar erste Plätze holen, damit sie überhaupt freigeschaltet wird. Brasilien. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie viele haben wir eigentlich? Was? Drei Stück nur? Nee, das geht weiter. Da sehe ich schon, da ist noch mehr. Okay, gucken wir mal nach Brasilien. Schauen wir mal, was hier ist. Oh yes. Schaut geil aus. Mann, ich will endlich ein neues Auto. Was ist das denn? Oh Mann. Oh, der schaut geil aus. Oh Mann, ich bin sehr gespannt. Okay, Freunde, also ich würde mal sagen, wir kommen zum Fazit. Also ich werde das jetzt definitiv nicht mehr weiterzocken. Ich habe ja noch einige Projekte mit Resident Evil. Da gibt es noch vieles zu machen. Ich gebe mal so ein Fazit. Also ich werde es auf jeden Fall später mal zocken. Also es macht Fun. Aber ich habe keinen Bock, mich hier reinziehen zu lassen, weil das macht schon süchtig, das Game. Ja, was ist das Fazit? Fazit ist halt ein gut durchdachtes Game. Also ich finde halt, das ist so ziemlich gehirngerecht. Also zieht dich ziemlich krass rein. Also es fängt ganz langsam an, dann gewöhnst du dich, dann kriegst du viele Erfolge, dann, du kennst ja so, gute Spiele sind alle so gebaut. Und dann wird es halt immer schwerer. Dann musst du halt wirklich schauen, dass du Gold machst, dass du dann, bessere Autos freischaltest und dann, ja, du musst dich halt so wie Trials ein bisschen, so vom Prinzip, wie es aufgebaut ist. Ja, von der Abwechslung finde ich es bis jetzt so mittel, muss ich sagen, aber ich habe natürlich noch nicht alles gesehen. Ich bin ja jetzt erst in Brasilien, hast du gesehen, das ist die dritte Welt. Also ich denke, da kommt noch einiges. Ja, für mich ist das so ein Game für nebenan so, also so zur Abwechslung. Und das war auch heute so, ich bin so vom Fitnessstudio gekommen, hab mir so gedacht, hey, ich hätte mal Bock, irgendwas so zur Abwechslung mal zu spielen, so zum Abschalten. Hab jetzt keine Lust, in Resident Evil reinzugehen, so ernsthaft zu spielen, sondern ja, mal was Lockeres. Und ja, das ist halt für mich das Game. Das ist so ein, für nebenan, ist so ein Fun-Game und ja, kann man lassen. Also vor allem für umsonst, also gibt's ja zurzeit umsonst, ist es auf jeden Fall okay. Für 20 Euro würde ich es mir persönlich nicht kaufen. Also ich persönlich würde ungefähr so 10 Euro dafür zahlen. Und wenn ich mir das kaufen würde, dann würde ich das auch ernsthaft spielen. Also nur dann würde ich es mir halt kaufen. Ja, ansonsten, wir sehen uns in weiteren Resident Evil Teilen. Resident Evil wird ja gerade gemacht. Dann werde ich noch Detroit anzocken, das gibt es ja auch noch kostenlos. Das werde ich aber komplett let's playen, weil das Game ist einfach nur geil. Und ja, abonniert den Kanal, wenn es dir gefallen hat. Smash den Like-Button, hau auf die Tasten. Sei nicht geizig, sei kein Schmock. Und wenn du, wie gesagt, mir in Kommentaren auffällst, viele Leute von euch fallen mir in Kommentaren auf, dann kommst du natürlich auch auf meine Freundesliste und in vielen Games können wir dann auch zusammen zocken oder uns auch ja, ein bisschen vergleichen in der Rangliste. Also, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, hau rein, genieß ihn und wir sehen uns in weiteren Videos.